meine lieben Filmfans und fucking Freaks und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Update von mir. So, das war das Wort. Und ich trinke erstmal weiter auf euch und mit meinem Feldschlösschen stöße ich an eurem Schlösschen. So, heute gibt es ein reines Steelbook-Update. Ich hoffe, ihr freut euch. In erster Linie möchte ich einen Gruß an Sascha Cobretti senden. Er hat ja gesagt, so, er kann diese aktuelle Steelbook-Welle nicht so ertragen, sag ich mal, weil halt jeder so dasselbe vorstellt. Ich gehöre leider dazu. Und ich merke gerade, dass mir ein Film fehlt, von daher bis gleich. So, da sind wir wieder. Sorry für den kleinen Cut. Ja, so ist das nun mal im Alter, man vergisst mal was. So, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 schöne Steelbooks für euch. Fangen wir mal mit der größten optischen Enttäuschung auf jeden Fall an. Ich habe mir hier Valerian auf im 3D-Steelbook geholt und wie gesagt, man kann sich ja über Geschmack streiten, aber es ist wirklich schrecklich. Ja, erstmal die vordere Front, ja, keine Ahnung, dieses, ich kann es irgendwie auch kaum beschreiben, ne? Ich meine, es ist ja schön kreativ hier, dieses V für Valeria, nehme ich mal an, soll es darstellen. Dann heißt er ja eigentlich auch noch im Untertitel Die Stadt der 1000 Planeten. Auf dem Spine steht aber And the City of 1000 Planets. Könnte man sich jetzt anstellen. Aber ich finde, da hätte schon ruhig der deutsche Titel stehen können. Warum auch nicht? Oder halt weglassen können. Kommen wir zu der tollen Rückseite, die vor Kreativität nur so strotzt. Entschuldigt, aber es ist einfach totaler Scheiß, ja. Ich meine, das ist so ein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ne, halt vom Trailer her, es ist so ein mega kunterbunter Film. Leute, macht doch was draus, das hier ist doch totaler Schrott, ja. Ich meine, was soll das? Ja, hier kannst du die Farben an einer Hand abzählen. So. Das war erstmal Enttäuschung Nummer 1, nachdem ich dieses Backpaper abgemacht habe. Und Enttäuschung Nummer 2, als ich das aufgeklappt habe. Ich habe gedacht, so, haben die jetzt schon vergessen, eine Disc reinzusetzen? Hab nochmal drauf geguckt. Nein, es ist nur eine 2-Disc-Version. Und ja, keine Ahnung, was soll der Scheiß? Mein Gott, ey. Ich reg mich da eigentlich nicht so drüber auf, ja, aber ich meine, ich bin froh, dass der Kack runtergesetzt worden ist. Ich, keine Ahnung, ich glaube von 29,99 auf 24,99 ist für ein 3D-Steelbook heutzutage normal, sag ich mal, ja. Ist auch okay, aber wie gesagt, es ist für mich optisch eine reine Enttäuschung. Also da gibt es bestimmt andere Steelbooks, die tausendmal geiler aussehen, ja. Ich wollte auch unbedingt das 3D-Steelbook haben, weil ich, wie gesagt, ich kann hier zu Hause 3D gucken und, wieso nicht, ne? Dann habe ich mir auch geholt, Freitag der 13. im Steelbook. Für mich auf jeden Fall ein Upgrade von der DVD. Cover gefällt mir eigentlich ganz gut und ein kleiner Fail hier von Warner Brothers ist auf jeden Fall, dass hier hinten Jason abgebildet ist, aber wie jeder weiß, kommt ja Jason im ersten Teil nicht vor. Trotzdem ein sehr geiles Motiv und innen drin unspektakulär, einfach nur rot, immerhin. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil es jetzt auch nicht so teuer war. 12,99 oder sowas. Und ich hoffe und ich bete, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja eigentlich
alle Teile bis auf 9 und 10 doch neu geprüft worden, oder nicht? Und ich hoffe, dass die anderen Teile auch im Steelbook kommen. Das würde ich mega feiern. Und ich glaube aber trotzdem, es ist hier nur ein Repack aus der normalen Emery-Version. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn ihr es besser wisst, könnt ihr mich gerne korrigieren. Ja, und wo Jason nicht weit weg ist, ist Freddy doch so nah. Und ich habe mir auch diese Collection geholt. Ich habe zwar schon diese Version im Schuber, aber ich wollte unbedingt diesen Stil haben. Und irgendwie passt es auch richtig geil, finde ich. So vom Optischen her. Was Micha von Michas Filmwelt schon angesprochen hat, da bin ich auf jeden Fall bei ihm. Dieses alle 7 Filme hätten sie weglassen können. Genau wie dieser Schrift. Dieser Strich. Und das hätte man ruhig, finde ich, hier nach unten versetzen können. Das Frontmotiv gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich finde es gut, dass er halt so ein bisschen im Schatten ist und nicht direkt so zu erkennen ist. Rückseite auch wieder ein kleiner Fail. Hier ist Freddy vs. Jason zu sehen, der ja hier nicht in der Edition mit bei ist. Und ist halt auch nur ein Repack aus der bereits vorhandenen Edition. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Verpackungs-Upgrade, sag ich mal. Und musste ich einfach haben. Und die andere Edition wird, denke ich mal, wegkommen. So, dann, wie gesagt, schönen Gruß an Herrn Sascha. ich habe mir auch hier Spider-Man Homecoming geholt, natürlich. Möchte das jetzt auch gar nicht so mega großartig vorstellen. Ihr kennt das ja alles schon. Und den Film haben wir auch schon geguckt. Und ich muss leider sagen, ich bin leider enttäuscht von dem Film. Warum? Irgendwie hat er sich ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Irgendwie fand ich es halt schade, dass halt schon wieder irgendwie so ein Typ der Bösewicht war, der schon wieder am Fliegen ist. Dann war mir der Spider-Man-Anzug, der hatte mir zu viel Hightech irgendwie. Der Protagonist war mir zu jung. Im Film wurde irgendwie kurz erwähnt, dass er wohl 15 ist. Oder er hat es sogar, glaube ich, selber gesagt. Und was ich auf jeden Fall vermisst habe, und korrigiert mich bitte, wenn ihr den Film auch gesehen habt, vielleicht habe ich es auch verpasst, wo war sein Spinnensinn? Ist mir nicht aufgefallen. Und das, ich meine, der Spinnensinn gehört zu Spider-Man wie seine Netze. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass er gerade zur Schule gegangen ist und er auf einmal von einem Auto angehupt wird und sich erschrickt und halt zur Seite springt, um dem Auto Platz zu machen. Wo ich mir dann dachte, Alter, du hast doch einen Spinnensinn, das hättest du doch kommen sehen müssen oder bemerken müssen. Also das fand ich irgendwie seltsam. Oder ist das hier irgendwie eine eigene Interpretation, dass er das nicht hat? Oder soll dem sein Hightech-Anzug das irgendwie machen? Ich habe keine Ahnung. Dennoch möchte ich gerne die Action in dem Film loben, die hat mir gut gefallen. Der Witz soweit war auch okay. Nur irgendwie hat er mich halt nicht so gepackt. Fand ich halt ein bisschen schade. Aber nun gut. Ich hoffe, es wird besser. Spider-Man Homecoming. Dann habe ich mir hier Officer Down geholt, auch im Steelbook. Inszeniert vom Sean Clown Crahan von Slipknot und Kim Goats aus Sons of Anarchy macht hier mit. Und das beruht hier, glaube ich, ich muss mal kurz einen Aufkleber abmachen. Da steht mein Name drauf.
beruht hier, glaube ich, auf ein Comic. Und ich habe mir hier vorhin den Trailer angeguckt und war auf jeden Fall mega begeistert. Die Optik hat mir richtig geil zugesagt und ja, aber ich habe gehört, er soll trotzdem nicht so toll sein, aber hier kommen irgendwie halbnackte Nonnen vor, die hier um sich ballern und irgendwie hat das alles so ein postapokalyptisches, so ein Flair und alles ist so ein bisschen poppig irgendwie und ja, bin ich halt mal gespannt. War jetzt auch nicht so mega teuer, von daher, ja, Officer Down. Und zu guter Letzt habe ich mir auch das Terminator 2 3D Steelbook gegönnt mit dem T-Shirt dabei, was für Normalsterbliche viel zu klein ist. Das gab es leider nur in Größe L und Größe L hatte ich, glaube ich, das letzte Mal mit 13 Jahren. Und ja, hier war, es gab damals einen weltweiten deutschen Kinostart für die 3D-Version. Im Kino hat er mich in 3D leider sehr enttäuscht. Ich weiß leider nicht, woran es lag, wahrscheinlich an den Gerätschaften, die das nicht so gut wiedergeben konnten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Film in 3D hier zu Hause wirkt. Und ja, leider ist nur die Kinofassung in 3D vorhanden, was aber irgendwie auch nicht schlimm ist. Ja, ich habe zwar schon das Terminator 2 Steelbook in der Sammlung, wo an der Seite der Schriftzug fehlt, diese Zweitauflage quasi, aber ja, ich musste den trotzdem nochmal haben. Ich bin absoluter Terminator-Fan. Und ja, hier auch richtig geil, Robert Patrick hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen und war einfach auch, ja, irgendwie so ein Schritt, ein Tick Nostalgie, den irgendwie nochmal im Kino zu sehen, fand ich irgendwie auch cool. Und ja, bin echt mal gespannt. Vielleicht lasse ich ihn auch nur mal so ein bisschen laufen oder spulen mal zu den Action-Szenen vor, wie der in 3D wirkt. Weil, ja, Erinnerung ist natürlich noch durch den Kinobesuch nochmal aufgefrischt worden. Aber, ja, mal schauen. So, meine lieben Freunde, das war mein Steelbook-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotzdem ich euch da nicht ganz was Neues zeigen konnte. Ja. Lasst mir ein paar Kommentare da, wenn ihr auch mögt, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Moviepicker. Ciao.